runter zu bauen. Geht es jetzt los? Gibt's. Ja. Wirklich? Ja. Sicher? Dafür wurden wir ausgebildet. Wir sind hungrig und bereit. Es ist Mitternacht und das Wetter in Ordnung, aber es geht kein Wind. Noch bleibt der Wind aus, doch er müsste in einer oder zwei Stunden da sein. Wir rudern jetzt aus dem Hafen und müssen wahrscheinlich auch auf offenem Meer 1 bis 2 Stunden weiter rudern. Die Besatzung rudert das Schiff mit aller Kraft vorwärts. Sie hoffen, dass der Sonnenaufgang guten Wind mit sich bringt. Doch am nächsten Morgen ist es windstill. Wir segeln mit ungefähr 0,1 Knoten. Es herrscht kaum Wind. Ich bin ein wenig enttäuscht von der Nordsee. Die Wettervorhersage sagt, dass es etwas Wind aus Nordost gibt, der aber im Lauf des Nachmittags verebbt. Dann kommt ein Sturm aus Südwesten und das bedeutet nichts Gutes. Sollten sie lossegeln, könnten sie auf der Nordsee vom Sturm erfasst werden. Fit muss deshalb eine qualvolle Entscheidung treffen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Wir könnten das tun, was die Wikinger getan hätten. Zur norwegischen Küste zurücksegeln und abwarten. Doch wir sind keine Wikinger und haben einen Zeitplan. Also werden wir uns abschleppen lassen. Wir übergehen dann zwar die Nordsee, doch damit bleibt uns die Möglichkeit, das irische Meer zu erreichen und das Schiff in seine Heimatgewässer im Norden Schottlands zu bringen. Eine schwere Entscheidung. Widerwillig akzeptiert man das Abschleppen. Das war schon enttäuschend. Wir wären alle gern durch die Nordsee gesegelt. Ohne Zeitdruck hätten wir auf besseren Wind warten können. Aber uns bleibt keine Zeit. Jeder hätte gerne behauptet, dass er mit einem Wikingerschiff durch die Nordsee gesegelt ist. Doch der Traum ist nun vorbei. Die Ra wurde abgedeckt und wir werden nun geschleppt. Diese Entscheidung müssen wir akzeptieren. Der Seehengst wird die Nacht hindurch abgeschleppt. Am nächsten Morgen gibt es gute Neuigkeiten für Henriksen und den Rest der Besatzung. Ich bin um 7.30 Uhr aufgewacht und man hat mir gesagt, dass wir das Segel setzen können und nicht weiter abgeschleppt werden. Toll! Die Besatzung ist erleichtert. Der Seehengst kann das Schleppseil lösen und noch ein Stück auf der Nordsee segeln. Endlich können wir wieder segeln. Hoffentlich bleibt der Wind. Mehrere Tage mit günstigem Wind folgen. Der Seehengst umfährt die Spitze Schottlands und erreicht die malerische Westküste. Der kanadische Geologe Eric ist fasziniert von dieser Landschaft. Das ist der bisher schönste Abschnitt dieser Reise. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Ich bin sehr froh, dass ich so lange durchgehalten habe. Sie segeln nun durch die inneren Hebriden. Fit hat beschlossen, zwischen den Inseln und dem Festland zu segeln. Das Schiff ist so besser geschützt. Dann geht es weiter Richtung Süden zur Isle of Man. Im Nordkanal verliert das Schiff allerdings den Schutz der Hebriden. Es ist nun den Wellen des Atlantiks unmittelbar ausgesetzt. Der Seehengst wird nun seinem härtesten Test unterzogen.
Das Schiff gelangt zur Insel Islay. Hier muss es durch felsige, heimtückische Gewässer navigiert werden. Wikinger-Langschiffe haben nur sehr wenig Tiefgang. Das 30 Meter lange Schiff hat nur einen Meter Tiefe. Dadurch war es den Wikingern möglich, flussaufwärts zu segeln und Überraschungsangriffe zu starten. Unsere Besatzung hat so die Gelegenheit, bei einer berühmten Whisky-Brennerei anzulegen. Doch sie tut das nicht, um zu trinken. In den folgenden Tagen sind weitere Testfahrten angesagt, um Daten für Schiffbauer und Archäologen zu sammeln. Wir testen, wie schnell das Schiff bei verschiedenen Windstärken und Richtungen fährt. Zum Beispiel, wenn sich die Winde kreuzen. Das wollen wir genau dokumentieren. Die Resultate sollen Historikern helfen, die Strategien der Wikinger-Kriegsschiffe besser nachvollziehen zu können. Doch nicht alle freuen sich auf diese Testfahrten. Heute ist der Wind perfekt. Wir sollten uns auf die Reise machen und keine Zeit verschwenden mit Testfahrten. Wir sind durch die Hölle gegangen, um hierher zu kommen. Jetzt haben wir perfekten Wind und sollten das auch nutzen. Wir sollten lossegeln und unser Ziel möglichst bald erreichen. Stattdessen sitzen wir hier herum und testen, was das Schiff kann. Wir hätten jetzt Richtung Nordirland segeln können, aber dort wäre es nicht möglich, diese Tests durchzuführen. Im Norden und um die Insel Rathlin sind viele Korallen. Dieses Problem haben wir hier nicht. Und wir müssen die Tests durchführen, da sie Teil des Unternehmens sind. Fit ahnt nicht, dass bald schlechtes Wetter aufzieht. Es dauert 3 Tage, die Tests durchzuführen. In dieser Zeit braut sich ein heftiger Sturm zusammen. Soweit ich weiß, segeln wir in Richtung der Isle of Man. Eine etwa 20-stündige, schöne Reise. Der Wind ist gut, das verspricht eine angenehme Fahrt zu werden. Should be a nice sail. Heute bekamen wir keinen Haferbrei. Es war wie ein kleiner Schock, als es nur Joghurt und Brot gab. Nach wenigen Seemeilen tut sich ein weiteres Problem auf. Wieder ist es das Steuerruder. Der Riemen, der das Ruder hält, hat sich etwas gelockert. Wir müssen das Segel einholen und den Riemen neu spannen. Er ist zu locker, er löst sich immer wieder und wir müssen ihn ständig nachziehen. Vibeka glaubt, dass die Steuerung des Schiffes immer schwieriger wird. Wir erreichen bald die raue See, es könnte gefährlich werden. Um Schlimmeres zu vermeiden, benutzen wir besser das Ersatzruder. Dieser Knoten war, als wir losgefahren sind, ursprünglich hinten. Er wurde nach vorne gezogen. Das Schiff verliert bald den Schutz der Westinseln und wird den Wellen des Atlantiks ausgesetzt sein. Den Seehengst erwartet die volle Kraft des offenen Meeres. Wie man sehen und hören kann, geht es nun rauer zu. Und es wird nass, aber das kennen wir ja. Als der Wind zunimmt, befiehlt Witt der Besatzung, die Survival-Anzüge anzulegen. Sollte das Schiff kentern, werden diese Anzüge den Besatzungsmitgliedern im kalten Wasser äußerst nützlich sein.
Allerdings sind sie alles andere als bequem. Mit dem Anzug kann ich mich kaum bewegen, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Better safe than sorry. Die Größe des Segels musste schon zweimal reduziert werden, da bereits Windstärke 7 herrscht. Witt ordnet an, dass es weiter eingeholt wird. Wir haben es jetzt dreimal gerefft.